So, Marco, schönen guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Heute ist der 19.02.2021, also, und wir sind bereits am Ende unserer Arbeit an dem sogenannten Extended Essay. Das ist schon mal die letzte Stufe. Die letzte Stufe heißt Viva Voce, wie du weißt. Und das ist ein Gespräch, das wir innerhalb von 20, höchstens 25 Minuten durchführen müssen, um ein paar Sachen bezüglich deines Engagements und allgemein deiner Arbeit an dem Extended Essay zu besprechen. Gut, dabei habe ich ein paar Fragen. Wir machen es einfach wie ein ganz normales Gespräch. Okay. Und wenn du irgendwie mal Schwierigkeiten hast, was ich nicht glaube, zu beantworten, meine Fragen zu beantworten, dann natürlich schaffen wir das zusammen irgendwie, indem ich dir helfe oder so. Gut, was meinst du, was ist jetzt der Hauptunterschied oder was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Extended Essay in dem Format, was ihr jetzt mal im DP-Unterricht macht, im Vergleich zu einem ganz normalen Aufsatz, den ihr zum Beispiel für Literatur, für Bulgarisch oder für Englisch oder für Deutsch schreiben solltet? Was ist der wesentliche Unterschied? Der größte Unterschied meiner Meinung nach wäre, also man kann das Thema alleine, also man kann ein Thema alleine recherchieren, man kann sich allein für ein Thema entscheiden, aber man kann sich auch für das Fach eigentlich entscheiden. Genau. Das heißt Was? also, man hat also als Schüler mehr oder weniger die freie Wahl, sich, wie du schon mal richtig gesagt hast, für das Fach zu entscheiden, für das Thema selbst auszuarbeiten und zu wählen. Gut, und bei dem Themenauswahl, sagen wir jetzt mal, okay, beim Auswahl des Faches erstmal, warum hast du das Fach Deutsch gewählt? Ich habe Deutsch als, also German B gewählt, weil ich eigentlich, also ein Englisch-Essay wollte ich nicht schreiben. Englisch-Essays schreibe ich, also habe ich immer geschrieben und es wäre vielleicht interessant, auch ein Englisch-Essay zu verfassen, aber ich wollte ein bisschen meine Deutschkenntnisse erweitern, indem ich ein literarisches Werk auf Deutsch recherchieren, lesen und auch mal irgendwie analysieren kann. Und allgemein bearbeiten, analysieren, bearbeiten, genau. Und dann Ja. kommt noch das Fach, German B, das ist halt also deine, rein theoretisch deine zweite Fremdsprache, beziehungsweise, oder deine zweite, erste Fremdsprache hier an der Schule. Natürlich, also ich finde auch, das war eine gute Entscheidung, deine Deutschkenntnisse haben vollkommen ausgereicht, um dich mit dem Thema und überhaupt mit dem Format eines solchen Essays zu befassen. Gut, wie bist du nochmal auf das Werk Die Känguru-Chroniken oder überhaupt diese Tetralogie? Wie bist du darauf gestoßen? Kannst du dich noch erinnern? Wir haben in die ersten Phasen sozusagen unserer Recherche, ich glaube, den Film diskutiert. Wir haben über die Handlung des Filmes und über die Geschichte insgesamt gesprochen. Und wir haben uns eigentlich, wir waren nicht sicher, ob wir den Film analysieren sollen oder vielleicht auch den Podcast, denn es gibt auch einen Podcast. Und danach habe Ursprünglich ist ja dieses Werk als Podcast eigentlich entstanden, wie du weißt, ja. ja. Und danach haben wir uns irgendwie literarisch orientiert. Und ja, wir haben die vier Werke gefunden. Es gab eigentlich viele Versionen von die, also nicht viele, aber es gab ein paar verschiedene Versionen. Ja, die sind von ein paar unterschiedlichen Verlagen in den letzten Jahren veröffentlicht worden. Das, was wir schlussendlich bestellt haben und im Sommer bekommen haben und in die Bibliothek aufgenommen haben, ist es nämlich dieses von welchem Verlag nochmal? Kannst du dich erinnern? Ullstein, glaube ich. Von Ullstein. Das ist ein ziemlich großer Verlag in Berlin, also in Deutschland, also ein deutscher Verlag. Gut, ja, das Werk an sich, was ist das Besondere? Das ist jetzt kein Roman. Also,
die Gattung dieses Werkes vielleicht mit eigenen Worten beschreiben, weil ich muss schon mal sagen, das Werk ist gar nicht so einfach zu analysieren. Das, also die Gattung des Werkes würde ich als vielleicht eine Satire bezeichnen oder vielleicht ein, also Roman ist es wirklich nicht, vielleicht eine Satire, aber vielleicht auch irgendwie Aber eine. in welcher Form? Gibt es eine chronologische Reihenfolge im Werk? Konntest du so etwas nachvollziehen oder haben die einzelnen Abschnitten immer etwas miteinander zu tun? Ja, es gibt eine, es gibt ein, also jedes Werk bezieht sich, in, also inwiefern sich das Werk bezieht. Also jedes Werk spricht oder geht irgendein Thema an, das im vorherigen Werk auch besprochen wurde. Und deswegen muss man diese Chronologie, im Hirn behalten, wenn man die ganze Tetralogie durchlesen will. Genau. Aber andererseits, also man könnte sich vielleicht, also ganz zufällig, ganz spontan sozusagen ein Teil, so einen kurzen Podcast irgendwie auswählen und sich das anhören oder das lesen. Ja, die sind ganz kurz immer. Alle, also die Kapitel von den einzelnen Bänden. Und jemand, der sich nicht so vom Anfang an mit dem Werk auskennt, könnte sich das auch anhören oder ansehen oder einfach lesen. Und dann, man könnte es auch lustig finden und verstehen, weil, ja, wie schon gesagt, die hängen irgendwie voneinander, die einzelnen Kapitel, also die einzelnen Podcasts. Aber andererseits, in jedem einzelnen wird ein unterschiedliches Thema besprochen. Und ja, es ist meiner Meinung nach, also da besteht keinen so großen Zusammenhang zwischen den einzelnen Kapiteln. Thematisch manchmal schon, Ja. ja, aber es ist jetzt nicht wie in einem Roman, da wo man einfach mal durchblättert, auf Seite 100 kommt und dann auf einmal liest und hat keine Ahnung, was vorher passiert ist. Ja, Ja, bei die dem Werk. eigentlichen Kapitel sind, ich würde sagen, vielleicht Auszüge von irgendeiner Situation, die der Autor irgendwie näher besprechen oder bezeichnen will. Und die Podcast, finde ich auch, ist eine gute Einleitung zu der Geschichte insgesamt. Und wenn man sich dann auch näher für die, also für die Känguru-Tetralogie interessieren würde, dann kann man einfach die Werke lesen. Denn der Podcast dort bespricht oder dort illustriert der Autor auch Auszüge und keine, also ganze chronologische Situationen. Aber Genau, so wie im Buch. im Buch ist es auch ein bisschen, aber im Buch gibt es einen roten Faden, würde ich sagen. Man kann sehr klar irgendwie Situationen zusammen verbinden und Situationen näher verstehen. Und ein bisschen nachverfolgen. Genau. Und da gibt es, könnte man auch sagen, eine gewisse Entwicklung der Charaktere im Laufe der Zeit sozusagen in unterschiedlichen Situationen. Es gibt also einen ungefähren Anfang natürlich, der Einzug des Kängurus in die Wohnung von Marco Weckling, also vom Ich-Erzähler, und dann geht es weiter. Gut, Satire hast du gesagt, also das Werk findest du allgemein so satirisch. Natürlich, das gibt es massiv im Werk. Was wird so satirisch? Welche Hauptprobleme werden im Werk angesprochen? Ja, oder zu welchen Themen gehören die Probleme, die im Werk immer wieder vorkommen und mit denen sich die Charaktere irgendwie beschäftigen oder darauf stoßen und so? Die Hauptthemen, glaube ich, würden Politik, Wirtschaft, also irgendwie internationale Beziehungen, würde ich auch sagen, also globale Politik, nicht nur deutsche Inlandspolitik und auch Sport ein bisschen und vielleicht Krieg. Krieg zum Teil auch. Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, also aktuelle Themen natürlich, manchmal gibt es auch solche, wie soll man sagen, Exkurse auf irgendwelche vergangenen Ereignissen. Aber an sich beziehen sich die meisten Probleme, die dort angesprochen werden, auf zeitgenössische Themen, die Wirtschaft, meistens die Deutschland, beziehungsweise die Politik, aber auch die Gesellschaft, also in Deutschland betreffend, nicht nur in Deutschland, allgemein weltweit, aber meistens.
Themen, die deutsche Gesellschaft heutzutage betreffen. Gut, alles schön, alles gut. Am Anfang, was war eigentlich, jetzt ehrlich zu sein, ursprünglich hattest du vor, oder hatten wir vor, beziehungsweise hattest du vor, dein Extended Essay und deine Fragestellung, ja, in eine andere Richtung zu ziehen, sozusagen, auszurichten. Was war das? Mein ursprüngliches Thema eigentlich und vielleicht auch eine verschiedene Kategorie haben wir damals besprochen, war die politische oder zumindest die ideologische Beziehung zwischen den Hauptfiguren zu verfolgen, nämlich das Känguru als Protagonist und den Pinguin als Antagonist. Und damals der Hauptkonflikt im Werk ist so gestaltet, dass man eigentlich das Känguru als die Figur des Kommunismus irgendwie bezeichnen kann und der Pinguin, er ist ein Kapitalist. Und dieser Konflikt wollte ich eigentlich verfolgen, Da aber. gibt es eine klare Auseinandersetzung eigentlich im ganzen Werk, meistens ja zwischen diesen beiden Figuren, nicht nur. Aber was hat sich dann herausgestellt? Also das wolltest du ursprünglich durch Wortspiralen und Wortkreationen betrachten, nämlich diese Auseinandersetzung, diesen Konflikt. Aber das hat sich so ein bisschen als problematisch herausgestellt. Schlussendlich. Und an sich der Konflikt, so eine ideologische Auseinandersetzung in so einem umfangreichen Werk zu betrachten, findest du, das wäre vielleicht zu viel für ein Extended Essay gewesen? Vielleicht wäre es ein bisschen zu viel für ein Extended Essay sein. Die größte Schwierigkeit daran war es, also der Pinguin kommt nicht häufig vor und er ist als, also er ist ein kapitalistische Figur, eine kapitalistische Figur, aber selbst als, also ich hatte die erste Version meiner Essays eine ziemlich lange Figurencharakterisierung des Pinguins, sowohl also auch Des den Kängurus? Erzähler und das Känguru habe ich irgendwie charakterisiert. Aber das Schwierige daran war wirklich irgendwie klare Auseinandersetzungen zu finden und diese zu beschreiben. Und im Nachhinein haben wir eigentlich gefunden, dass es im ganzen Werk verschiedene Wortspielereien gibt, also Wortspiele, die irgendwie verschiedene Themen und verschiedene Beziehungen zwischen den Hauptfiguren illustrieren. Und das war eigentlich viel leichter und viel logischer in meiner Message zu beschreiben und zu Und verfolgen. zu Und das, bearbeiten und so weiter. Genau, ja. richtig. Also man muss ja aufpassen, wie wir schon mal gesprochen haben, mehrmals. Es ist einfacher in der also in der Arbeit, also in der Auseinandersetzung mit so einem ernsthaften und komplizierten Thema, erstmal das Thema so ein bisschen zu präzisieren auf eine kleinere Ebene. Und wenn man sieht, da gibt es ja genügend Material, aber das reicht mir doch noch nicht aus, dann kann man das immer wieder und immer weiter expandieren, sobald das nicht dem vorgeschriebenen Umfang stört. Und eben haben wir es auch so gemacht, also hast du es so gemacht. Gut, das kommt häufig vor. Also es kommt häufig vor, dass man die Fragestellung so ein bisschen ändert. Schlussendlich bist du auf welche Fragestellung gekommen? Nicht. Die Fragestellung lautete, was für Wortspielereien gibt es oder sind in den Werken von Marc-Uwe Kling zu finden und wie können sie gedeutet werden? Genau, wie können sie gedeutet werden? Wie kann man sie interpretieren? Weil diese Interpretation, wie du schon mal gesehen hast, ist an mehreren Stellen gar nicht so einfach. Ja?
Da muss man sich relativ gut oder einigermaßen mit zeitgenössischem Deutschland auskennen, mit der Kultur, also mit aktuellen Problemen der Politik, der Gesellschaft, der Wirtschaft und des sozialen Wesens auskennen, um einiges überhaupt verstehen zu können, deuten zu können. Ja? Und vieles kann vielseitig gedeutet werden. Also, ja. Gut, nee, das alles hast du gut gemacht. Was jetzt mal die Planung deiner Arbeit angeht, was waren deine Hauptprobleme bei der Planung? Bei der Planung oder bei das eigentliche, also die Verfassung des Aufsatzes? Gut, beim Planen, ich muss schon mal sagen, ja, es gab ja Hoch- und Tiefpunkte, aber an sich ist alles mehr oder weniger gut gelaufen. Okay, sagen wir es mal bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, also mit dieser Fragestellung, mit der letzten Fragestellung. Was fandest du eher schwierig? Es war schwierig, mich irgendwie auf Sekundärliteratur zu, also Sekundärliteratur zu finden als erstes. Woran Denn liegt das? Woran liegt das? Was meinst du? also es gab nicht viele Rezensionen und es liegt vielleicht daran, dass das Werk irgendwie ideologisch sich eine ideologische Auseinandersetzung verfasst. Und vielleicht finden es, also das deutsche Publikum findet das Werk vielleicht ein bisschen schwer zu interpretieren oder vielleicht ist es. Das schon, obwohl, also man muss schon mal sagen, ja, also das Werk ist seit den letzten 10 Jahren, seitdem es erschienen ist, ursprünglich als Podcast, sehr populär und das Publikum ist, was jetzt Alter angeht oder soziales Milieu angeht, ist es sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sehr breit. Die Kritiker natürlich, also es liegt vielleicht daran, dass das Werk ziemlich neu ist, ja. Also als Buch ist es erst seit 3 oder 4 Jahren auf dem Buchmarkt vorhanden. Vielleicht liegt es daran, dass tatsächlich das Werk ziemlich neu ist. Es gibt ja Rezensionen, wie du gesehen hast, aber sporadisch, als Internetartikel in Tageszeitungen und so weiter. Natürlich, das war eine Schwierigkeit, aber dafür hast du meistens mit der Primärquelle, also mit dem Inhalt des Textes selbst gearbeitet. Gut. Was würdest du als sehr positiv für dich und für die Erweiterung deiner Kenntnisse, jetzt nicht so sehr faktologisch, sondern eher was Fähigkeiten, was persönliche und fachspezifische Fähigkeiten angeht, was hat dazu bei dir sehr beigetragen, in der Arbeit mit dem Extended Essay und mit diesem Thema? Also nicht so sehr mit dem Thema, sondern eher mit dem Extended Essay als Format Als geholfen. Format würde ich sagen, also die Zitationsweise, die ich irgendwie, ich sollte mich dazu irgendwie adaptieren. Es war nicht für mich, also es war kein neues, es war keine neue Zitationsweise, aber da das ganze Essay irgendwie ein bisschen umfangreich ist, muss man, also wie du gesagt hast, habe ich mit der Primärquellen sehr viel gearbeitet und wenn ich irgendein Zitat oder irgendwelches Wortspiel zitieren müssen, dann war es für mich ein bisschen, also nicht schwierig, aber es war auf jeden Fall, es hat mir geholfen, fachspezifisch bezogen, Fachspezifisch diese. überhaupt, ja, so ein Aufsatz, so eine Facharbeit heißt es eigentlich auch auf Deutsch, eine Facharbeit, so einen Fachaufsatz überhaupt zu schreiben. Genau, also nämlich wichtig ist es und wird für dich künftig sehr wichtig sein, wie man nämlich ein Literaturverzeichnis gliedert, wie man es schreibt, verfasst. Und dazu noch gab es immer wieder Kommentare. Wie hast du diese Kommentare und überhaupt die Quellenangaben im Text angegeben? Als Fußnote, also Genau, als Fußnoten. Und das war sicherlich für dich etwas Neues. Ja, an der ja, das war. Schule macht man so etwas selten. In welchem Bereich würde dir das künftig helfen? Nämlich Fußnoten, um zu wissen, wie man richtig Fußnoten
setzt, schreibt, beziehungsweise ein Inhaltsverzeichnis verfasst. In der Zukunft, wenn ich irgendwelche andere groß, also umfangreiche Texte verfassen muss, also vielleicht Magisterarbeit oder so, oder Texte insgesamt, wenn man irgendeine Sekundär- oder Primärliteratur angeben muss, dann ist die Zitationsweise nämlich unter Fußnote, das wird mir auf jeden Fall helfen. Sicherlich. Und wie du schon gesehen hast, in einer Fußnote muss man nicht unbedingt nur Quellenangaben reinschreiben oder ja, angeben, Quellen angeben. Man kann einfach mal zusätzliche Kommentare hinschreiben. Ja? Etwas, was vielleicht doch im Text nicht unbedingt gehören sollte. Ja, also es heißt, also das Extended Essay heißt auf Deutsch nicht zufällig eine Facharbeit, also ein Fachaufsatz. Weil es entspricht mehr oder weniger dem Format einer Proseminararbeit beziehungsweise einer Seminararbeit und wie du schon richtig gesagt hast, also einer Bachelor- oder Magisterarbeit, die man häufig im Studium verfassen sollte. Es kommt darauf an, was man studieren würde, aber in deinem Fall wird das für dich besonders hilfreich sein. Gut. Ja, also die Zeit schreitet voran. Wir können natürlich ewig lang über deine Arbeit sprechen, über den Inhalt und so weiter. Eine letzte Frage hätte ich. Warum oder ja, warum findest du besonders wichtig, dass du am Ende deines Essays diese Typologisierung der Wortspiele im Werk machen solltest und auch gemacht hast? Warum war diese Typologisierung so wichtig? Diese Typologisierung war für mich wichtig und für das ganze Essay insgesamt, würde ich sagen, war es sehr wichtig, dass man die eigentliche Wortspielereien in verschiedenen Kategorien irgendwie einschreiben kann. So deutet man auch, so kann man auch die Fragestellung vielleicht zum Teil beantworten. Denn die Fragestellung war ja, wie man die Wortspielereien deuten kann, wie man sie interpretieren kann. Und diese Aufteilung in verschiedene Kategorien und die Aufklärung also des ganzen Sinnes des Aufsatzes war für mich wichtig. Und natürlich nach der Typologisierung habe ich der letzte Teil meines Essays ist natürlich die Schlussfolgerung. Und für mich war es ziemlich leicht, eine Schlussfolgerung zu schreiben, nachdem ich all die Wortspielereien und die bezügliche Beispiele irgendwie beschreibe und auch interpretiere und dann also den ganzen Aufsatz strukturieren kann. Genau, strukturieren und dann auch typologisieren natürlich, weil wir haben schon mal gesehen, in dieser Typologisierung, die war nicht so einfach zu schaffen und dann sollte man auch zwischen einer sprachlichen Typologisierung und einer inhaltlichen Typologisierung klar unterscheiden. Kein leichtes Thema, kein leichtes Werk. Du hast es sehr gut durchgemacht. Sprachliche Analyse, inhaltliche Analyse, das war alles, wie schon gesagt, nicht einfach, sogar ziemlich schwierig. Die Schwierigkeit auch mit dem Fehlen von ja, umfangreichen kritischen Literatur, Sekundärliteratur, war auch eine Herausforderung. Du hast es durchgut gemacht. Und ich bin mir mal sicher, dass dir künftig die Arbeit, die du geleistet hast, helfen wird, sicherlich. Helfen wird, dass du, damit du einfacher und leichter und zielgerichteter ähnliche Aufsätze beziehungsweise ähnliche schriftliche Arbeiten verfassen und erfolgreich abschließen würdest. Gut, Marco, danke dir für dieses Gespräch. Und wie schon gesagt, im Nachhinein, also jetzt ist es schon mal gut, dass du nochmal deine dritte Self-Reflection oder wie auch immer das heißt, schreibst im Formular. Das Formular hast du mir zuletzt per E-Mail geschickt, oder? Genau, schreib es da rein und dann schick mir nochmal das mit deiner letzten, dritten Reflexion zusammen. Schick mir das alles zurück.
Und dann schreibe ich einfach auch meine ja, finalen Kommentare ja, zu unserer ganzen Arbeit und alles wird dann dementsprechend zeitlich und möglichst schnell hochgeladen und wir hoffen auf eine gute Note. Ja. Gut, Marco, danke, mach es und bis demnächst. Tschüss. Danke, tschüss.